Ja, guten Abend und herzlich willkommen zur abschließenden Pressekonferenz nach dem Bundesligaspiel des FC Bayern München gegen die TSG Hoffenheim, Endstand 1:1. Vielleicht kommt der ein oder andere noch von den umliegenden Örtlichkeiten hier zur Pressekonferenz, aber ich darf die beiden Trainer schon mal begrüßen, Pellegrino Matarazzo und Thomas Tuchel. Willkommen zur abschließenden Besprechung. Fangen wir vielleicht an, wie gewohnt, mit dem ersten Statement, bitte. Erstmal schöne Grüße in die Runde. Ja, ich denke, dass wir ein Stück weit sehr verhalten auch reingekommen sind im Spiel. Selten auch Auslöser gefunden haben, um in einen höheren Pressing zu kommen, uns reindrücken lassen in die eigene Hälfte. Ich würde sagen, sogar auch 30 Meter vom eigenen Tor. In der Formation natürlich auch versucht, alles wegzuverteidigen, aber im eigenen Ballbesitz ja, vom Gefühl her nicht genügend Courage in die erste Halbzeit, um Bälle zu sichern, nach vorne zu spielen, auch bei Konteraktionen zu wenig Personal auch auf dem Weg nach vorne. Ja, und auch zu Recht auch das 1-0, auch wenn es über einen Eckball auch kassiert worden ist, auch zu Recht und kassiert. Und nach das Gegentor haben wir ein anderes Mut auch gespürt, mein Gefühl her. Und auch in die zweite Halbzeit eine ganz andere Energie auf den Platz gebracht, um ja, die eine andere Torchance zu kreieren, andere Personal in der gegnerischen Box zu bekommen und aus meiner Sicht auch verdienterweise das Ausgleich zu erzielen. Danke. Dankeschön. Dann Thomas, bitte deine Einschätzung. Ja, ist schwer zu widersprechen. Das erzählt dann wahrscheinlich die Geschichte und den Grad der Enttäuschung von uns über sowohl das Ergebnis, aber vielmehr über die Art und Weise. Ich fand es bereits in der ersten Halbzeit und eigentlich durchgehend durchs Spiel zu wenig Spieltempo bei uns, zu wenig Tempowechsel, zu wenig Spieltempo, zu fehlerhaft. Uns war heute nur in ganz, ganz kurzen Phasen, richtig kurzen Phasen gut. Dann hatten wir Phasen, ich glaube in der ersten Halbzeit hatten wir mal eine Phase, wo wir in 60 Sekunden 6 oder 7 Fehlpässe gespielt haben. Das ist dann unterm Strich zu fehlerhaft und sich keine Sicherheit reinbekommen in der zweiten Halbzeit. Weiß ich noch gar nicht genau, wieso. Dann auch angefangen, nachlässig zu verteidigen, Torchancen zuzulassen und dann mit einem Freistoß bestraft worden. Dann nochmal eine Reaktion gezeigt, plötzlich versucht eine Reaktion zu zeigen, aber es war unterm Strich blieben Bruchstücke und es blieben nur ganz wenige Sequenzen, die wir auch nicht sauber zu Ende bekommen haben, um eventuell das Spiel noch zu gewinnen. Hätte mein Gesamteindruck jetzt nur sehr wenig verändert, weil es mir gar nicht so sehr, es geht natürlich, mir geht es ums Ergebnis, aber die Art und Weise war heute nicht genug und auch eine Enttäuschung für uns, für mich und weiß auch nicht genau, wieso es so ist, aber das war nicht genug. Vielen Dank. Dann zu euren Fragen bitte. Beginnt, glaube ich, Christian Kunz für die dpa hier links. Eine Frage an Herrn Tuchel. Joshua Kimmich hat gesagt, die Mannschaft hätte ohne Energie gespielt. Haben Sie das auch so empfunden draußen? Ja, mit wenig Energie. Ganz ohne nicht, aber mit wenig. Mit wenig Energie, mit wenig Spirit, mit wenig Tempowechsel, mit wenig Überzeugung, auch mit wenig Vertrauen. So, ich glaube, es geht heute ganz, ganz im Schwerpunkt um das Wie. Gar nicht um das, was wir gespielt haben und in welcher Grundordnung und wer, sondern um das Wie. Und da habe ich auf jeden Fall wahnsinnig Luft nach oben. Nach den letzten Spielen, auch der Art und Weise, wie wir in Freiburg gespielt haben, wie wir in Manchester City 70 Minuten gespielt haben, es ist extrem verwunderlich, weil ich die Energie gespürt habe im Training. Ich meine, ich bin jetzt der kann es nicht beweisen und bin der einsame Rufer im Wald, aber die Art und Weise hat uns extrem positiv gestimmt für heute, um einfach einen Schritt nach vorne zu machen, ein Zeichen zu setzen für uns selber, sich Vertrauen zu holen, Energien zu schaffen, auch eine Energie, eine Zuversicht, eine Energie im Stadion zu entfachen. Und das sind wir alle schuldig geblieben, das muss man ganz klar sagen. Deshalb sind wir mit uns absolut nicht happy und nicht zufrieden. Dann hier auf der rechten Seite bitte, ja. Rino, was hast du der Mannschaft in der Halbzeit gesagt, nachdem die erste Halbzeit doch sehr ängstlich, zurückhaltend war und dann auf einmal hat es dann ganz anders funktioniert? Man kann hier nicht einfach auftreten und sagen, jetzt spielen wir ein bisschen mutiger. Das war schon ein großer Unterschied. Ja, ich habe zwei technisch-taktische Szenen gezeigt, die für uns auch wichtig waren im Spiel. Nochmal klar gemacht, wie wir auch in höheren Pressing kommen wollen gegen ihr Aufbauspiel und natürlich gesagt, dass sie die Handbremse einfach mal lösen
müssen, um irgendwas zu holen. Und dass heute auch was drin war, das haben wir gespürt von der Bank. Und hat man auch gesehen, dass die Jungs es aufgenommen haben und eine gute zweite Halbzeit gespielt haben. Dann hier rechts Heiko Niederer für Bild München. Herr Tuchel, Sie haben schon gesagt, die Spiele Hoffenheim und das Rückspiel City sind nicht zu vergleichen. Trotzdem hatte man vielleicht ein bisschen erwartet, dass es vielleicht ein bisschen Mut macht, was ihr heute zeigt. Natürlich. Was macht Ihnen jetzt Mut für das Rückspiel oder was macht Hoffnung und was muss man jetzt machen die nächsten Tage? Das weiß ich jetzt nicht. Also jetzt müssen wir es erstmal verarbeiten, weil das ist auf jeden Fall ein großer Rückschritt von der Leistung und der Überzeugung und dem mangelnden Überzeugung, dem mangelnden Selbstvertrauen daran noch zu glauben. Es war heute war der Moment, Samstagnachmittag war der Moment, da einen draufzusetzen und das Spiel mit aller Macht zu gewinnen, aber auch eine Energie zu zeigen, Energie im Stadion auch zu wecken, Feuer zu wecken, Zuversicht zu wecken. Das ist uns alles nicht geglückt, deshalb sind wir jetzt nicht komplett chancenlos, aber die Aufgabe, die ja sowieso schon extrem schwer ist, ist auf jeden Fall nicht leichter geworden dadurch, denn wir können jetzt erstmal einen weiteren Rückschritt nochmal verkraften, um uns so eine Aufgabe zu stellen. Und es ist sehr verwunderlich, weil ich habe die Wut gespürt, ich habe auch Wut gepaart mit klarer Zuversicht gespürt im Trainingsgelände, dass wir wussten, was ist zu tun und wir haben es auch sofort getan, wir haben es am Donnerstag getan, am Mittwoch im Training, am Donnerstag, am Freitag, aber heute haben wir alles vermissen lassen und deshalb ist es jetzt schwer, denn wir haben auf jeden Fall eine riesengroße Chance verpasst, uns und unsere Fans in eine Stimmung zu bringen, die nötig sein wird, um überhaupt daran zu glauben. Dann gleich rechts daneben, bitte. Ja, auch nochmal eine Frage an Reno. War das für euch der entscheidende oder vorentscheidende Big Point im Kampf um den Klassenerhalt? Und B, was war denn der Hintergrund dieser Auswechslung in Soki für Kabak? Hatte das taktische Gründe? Also Fakt ist, dass wir noch nicht durch sind. Welcher Sieg oder welcher Punkt ist entscheidende Punkt? Ich glaube, die sind alle wichtig. Jeder Punkt ist wichtig. Und das nächste Spiel gegen Köln ist auch wichtig. Ne? Und deshalb kann ich nicht behaupten. Und der Auswechslung war ja aufgrund, Ozan hat Schwierigkeiten gehabt, wenn wir mit 4 aufgebaut haben, situativ auf der rechten Flügelbahn auch Lösungen zu finden, Optionen zu finden. Stan hat auch sehr gut trainiert der Woche, hat ein sehr gutes Aufbauspiel. Es war eine Phase, wo wir auch ein Tor gebraucht haben, noch mehr Kontrolle auch zu gewinnen, auch das Spiel nach vorne zu tragen. Und deswegen war die Entscheidung für Stan. Ich glaube, der hat auch eine gute Leistung gezeigt. Das Beste, seitdem ich hier bin und in den letzten Spielen. Und freue mich für ihn. Es war nicht unbedingt eine Entscheidung gegen Ozan, aber für Stan. Machen wir noch 2 Fragen, bitte. Christian Kunz nochmal. Nochmal an Herrn Tuchel, 2 Fragen zu 2 Spielern. Jan Sommer ist länger behandelt worden. Hat er sich irgendwie verletzt oder ist es glimpflich ausgegangen? Und ich glaube nicht. Und die andere Frage, Sadio Mané wird am Mittwoch wie geplant im Kader stehen. Ja. Und was erwarten Sie von ihm für eine Reaktion? Er hat schon eine Reaktion gezeigt. Hat er schon gemacht. Hat sich entschuldigt, die Sache ist abgehakt. Vor allem, dass er sich entschuldigt hat, wie er sich entschuldigt hat. Eine Reaktion ist schon gezeigt, hat er mit uns weiter trainiert, ist alles gut. Ist alles gut und wird morgen im Training sein und Mittwoch mit dem Kader. Dann zum Schluss hier bitte, Mitte nochmal. Ja, auch noch eine Frage an Reno. Vielleicht kannst du noch einen Satz oder 2 zu André Kramaric sagen. Viele haben an ihm ja auch so ein bisschen die Krise, in der Club lange steckte, festgemacht. Jetzt blüht er wieder so ein bisschen auf. Hast du mit ihm schon gesprochen nach dem Tor und wie sehr freut es dich auch für ihn, dass er der Mannschaft heute hier diesen Punkt bescheren konnte mit seinem Freistoß? Ja, ich freue mich natürlich für die Mannschaft und natürlich freue ich mich auch für André, dass er seine Tore macht. Es ist Frühling, ich meistens auch seine Tore im Frühling und man sieht einfach mal in die Spiele, wie wichtig er ist für uns. Strahlt extrem viel Torgefahr aus, läuft extrem viel auf dem Platz, spielt auf einer, ich will nicht sagen ungewohnte Position, aber auf der 8, wo er auch viel Defensivarbeit leisten muss und trotzdem in der Lage ist, so viel Torgefahr zu entwickeln. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel für uns. Dann vielen Dank allen und unseren Gästen guten Nachhauseweg. Danke. Dankeschön.